Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans und herzlich willkommen zum neuen Videoblog. Ich befinde mich gerade im Efteling Busreik und das ist einer von zwei Ferienparks, die zum Freizeitpark Efteling dazugehören. Und Susi und ich haben heute mal die Gelegenheit, beziehungsweise die nächsten drei Tage die Gelegenheit, hier Zeit im Efteling Busreik und natürlich auch im Freizeitpark Efteling zu verbringen. Ich freue mich total, das ist der erste richtige Efteling Kurzurlaub und ich werde euch in diesem Videoblog natürlich Eindrücke aus dem Freizeitpark zeige, aber auch mal die Erlebnisse hier im Efteling Busreik, worüber ich persönlich noch gar nicht so informiert bin und gar nicht so viel weiß, denn man hört immer so vom Efteling Hotel, man weiß zwar, dass es die zwei Ferienparks gibt und deswegen bin ich jetzt umso gespannter, was mich und euch hier in diesem Videoblog erwarten wird. Kommt mit in die zauberhafte Welt vom Freizeitpark Efteling. Angekommen jetzt in einem der großzügig gestalteten Zimmer vom Efteling Busreik und das ist aber nicht ganz so richtig, denn man muss wissen, dass das Busreik aus mehreren Übernachtungsmöglichkeiten besteht. Es gibt zum einen die unzählige Ferienhäuser, die sich hier auf einem sehr großen Gelände verteilen, worauf ich später im Verlauf des Videos noch ein bisschen eingehen werde. Und es gibt auch zwei hotelähnliche Komplexe. Wir befinden uns jetzt hier in dem Porthuis. Das ist sozusagen das Eingangsportal ins Efteling Busreik. Hier befindet sich auch das Hauptrestaurant, die Rezeption, ein kleiner Shop mit Merchandising und Gebäck und auch der Pool. Und gleichzeitig sind hier auch hotelähnliche Zimmer, in welchen wir die nächsten drei Nächte übernachten werden. Und ich gebe euch jetzt mal eine kleine Roomtour und Eindrücke, denn ich muss sagen, ich finde es sehr nett, sehr gemütlich und vor allem sehr großzügig gestaltet. Wir haben es richtig entspannt angehen lassen heute Mittag und habe erstmal das Zimmer genossen und ich muss sagen, ich finde es nach wie vor echt cool aufgeteilt. Es ist ja ein zentral gelegenes Familienzimmer für vier Personen und der Hauptraum bietet dann quasi die Wohnzimmermöglichkeit, aber auch die Schlafmöglichkeit für die Erwachsenen und die Kinder haben nochmal ein extra Zimmer mit einem Stockbett drin. Bad und Toilette sind auch voneinander getrennt, also man kommt sich da wirklich nicht so in die Quere als Familie und hat dann genügend Möglichkeiten, quasi den Urlaub trotzdem gemeinsam, aber auch mit genügend Privatsphäre zu genießen. Finde ich cool. Und jetzt gibt es endlich was zu essen. Wir sind jetzt nämlich im Etuis, das ist das Restaurant hier im Efteling Busreik und ich glaube, wir gönnen uns heute Abend mal ein Drei-Gänge-Menü. Bin ich ziemlich gespannt drauf und ich werde euch natürlich zeigen, was es da gibt und wie es dann auch schmeckt. Hier auf der Karte kann man entweder einzelne
Gerichte sich auswähle. Vorspeise für 14 Euro, Hauptspeise für 25. Aber es gibt auch ein Bosraik-Sharing-Menü. Das ist dann ein Drei-Gänge-Menü. Das kann man sich allerdings nur bestellen, wenn man mindestens zu zweit ist. Denn die Vorspeise ist so eine Auswahl aus allem. Und dann kann man sich eben den Hauptgang und das Dessert noch dazu wählen. Finde ich eigentlich preis-leistungsmäßig voll in Ordnung und bin jetzt mal gespannt, was mich da erwartet. Wir haben jetzt unsere geteilte Vorspeise bekommen. Wie gesagt, die Vorspeise ist so ein Sharing-Menü, wo ihr dann quasi eine große Platte bekommt und groß wortwörtlich gemeint. Brot mit Dips, Carpaccio, Schinke, Ziegenkäsesalat. Wir haben noch eine Selleriesuppe. Das ist ja unglaublich und alles sehr, sehr schön angerichtet. Also ihr seht es, Essen auf dem Tisch, ich bin happy, aber mega. Ich glaube, das schmeckt auch sehr, sehr gut. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Und das ist nur die Vorspeise. Da würde ich in manch andere Lokalitäten oder Parks allein dafür schon, glaube ich, 25, 26 Euro zahlen. Mittlerweile sind wir beim Dessert angekommen und ich will echt nicht übertreiben, aber das war echt eines der besten Drei-Gänge-Menüs bis jetzt schon, was ich glaube ich so im Freizeitpark gegessen habe. Vor allem preis-leistungsmäßig halt auch echt top. Riese Portionen, die Vorspeise, das hätte ich nie so erwartet. Richtig raffiniert, aber auch geschmacklich wirklich sehr gut und mich wundert's. Man sagt nämlich immer, boah, Efteling wäre gastronomisch nicht so der Hit, aber ich glaube, das trifft wirklich nicht auf das Resort zu, weil sowohl im Efteling Hotel als auch hier haben wir jetzt echt bisher und jetzt heute echt sehr positive Erfahrungen gemacht. Voll gegessen sind wir jetzt zurück in unserem Hotelzimmer. Wir sind da reingerollt, kann man fast schon sagen. Und ich habe was richtig Cooles entdeckt. Hier im Zimmer gibt es einmal eine gute Nachtgeschichte und diese Schlafmütze. 4 an der Zahl. Ich gehe sogar davon aus, dass man die mitnehmen darf, so als kleines Goodie. Das fände ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ja, die gute Nachtgeschichte wird Susi gleich vorgelesen. Man muss wissen, es gibt hier im Efteling Bosraik nämlich ein Maskottchen, das ist Klaas Vaak, der Sandmann. Und den kann man tatsächlich hier auch antreffen. Heute haben wir nicht gesehen, aber das ist so ein Entertainer, der läuft hier halt rum. Und da gibt es, glaube ich, auch gegen Abend 2 Show-Einlagen, so eine Wanderung, so eine kleine Geschichte. Also hier wird wirklich auch für Kinder dann wahnsinnig viel geboten. Und die Storyline drumherum finde ich halt schon irgendwie cool, das sage ich aber morgen oder im Laufe der Tage noch etwas mehr dazu. Wir schlafen jetzt erstmal und morgen geht es dann auch mal mit Action weiter und zwar im Freizeitpark Efteling dann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben sehr gut geschlafen, es war recht ruhig im Hotelzimmer und wie gesagt, nach dem sehr reichhaltigen Abendessen gestern Abend gab es heute Morgen auch schon ein reichhaltiges, aber gesundes oder weitestgehend gesundes Frühstück mit einer echt vielseitigen Auswahl. Und wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg in den Freizeitpark Efteling. Es gibt hier vom Busreig aus zwei Möglichkeiten, an den Freizeitpark zu kommen. Zum einen gibt es einen Shuttlebus, der auch mehrere Haltestellen auf dem Gelände hat, und zum anderen kann man zu Fuß zum Freizeitpark gelangen. Es gibt auch eine verfrühte Hotelöffnung. Eine halbe Stunde vor alle anderen Gäste kann man ausgewählte Attraktionen fahren. Und hier vom Porthus aus, wo wir jetzt untergebracht sind, läuft man so 5 bis 10 Minuten an Haupteingang. Also es ist auf jeden Fall voll in Ordnung von der Entfernung. Und wir sehen uns jetzt gleich im Freizeitpark Efteling. Ja, nach einem kurzen Fußweg durch den wunderschönen Haupteingang in den Freizeitpark Efteling gekommen. Und ja, Efteling ist ein Park, der 365 Tage im Jahr geöffnet hat. Einer der wenigen Ganzjahresparks in Europa, vor allem von den großen Freizeitparks. Denn Efteling ist der, gemäß an der Besucherzahl, drittgrößte Freizeitpark in Europa. Hinterm, ich glaube, Disneyland Paris, dem Europapark, und dann kommt schon Efteling, auch mit etwas mehr als 5,5 Millionen Besucher im Jahr. Das ist hier schon eine absolute Institution in Freizeitpark Europa. Und ihr merkt, Efteling gefällt mir bei jedem Besuch einfach wahnsinnig gut. Und was Efteling auszeichnet, das seht ihr jetzt gleich. Man kann hier natürlich für die Achterbahn herkommen, aber die geheime Stars in Efteling sind die Dark Rides. Und wir starten jetzt mal direkt mit einem ziemlich großen Dark Ride, und zwar mit Fata Morgana. Ja, Fata Morgana entführt mich immer irgendwie echt in eine ganz andere Welt. Es ist ja ein Dark Ride, der sich so ein bisschen von dem, ich sage jetzt mal, klassische Piratenthema abhebt, wie man es so oft von Indoor Water Rides kennt, aber halt natürlich mit einem orientalischen Thema. Sehr atmosphärisch, durchaus düster, also für kleinere Kinder kann der schon stelleweise sehr gruselig werden, aber ich finde ihn großartig und wirklich für das, dass der halt auch fast 40 Jahre auf dem Buckel hat, ein echt toller Dark Ride. Und wir starten jetzt mit ein bisschen Action in den Tag.
nachdem wir jetzt eine entspannte Fahrt hatten. Und zwar auf dem Duelling Mag-Powered Coaster Max und Moritz, der neueste Achterbahn übrigens hier in Efteling, die jetzt aber dieses Jahr auch schon wieder 4 Jahre auf dem Buckel hat. Das geht nicht. Man kann hier, um sich die Wartezeit zu verkürzen, eine interaktive App sich runterladen, passend zum Thema Max und Moritz. Das funktioniert so mit Augmented Reality und man kann hier Maikäfer fangen. Also die erscheinen dann hier auf dem Display und dann muss man die antippen und kann die quasi einfangen. Und schneller! Wow. Wow. Und da ist eine verkohlte Lehre. Oh Mann. Ja, ich muss sagen, auch wenn das nur so ein Family Coaster ist, beziehungsweise ja eigentlich 2 Anlagen, finde ich die richtig, richtig cool. Macht einfach Spaß und auch dadurch, dass im Stationsgebäude so viel passiert, mit Videomapping, auch mit echter Animatronics gearbeitet wird, ist es doch auch zum Angucken echt witzig. Es ist allerdings kein Duelling Coaster, wie ich am Anfang gesagt habe, sondern sind 2 völlig verschiedene Powered Coaster, schon mit ähnliche Layout-Züge, aber man fährt kein Duell, wie beispielsweise hier bei USN Trag, sondern die Fahrer entgegengesetzt los, 2 Runden und dann kommt man auch wieder in die Station an. Es ist halt eine Kapazitätsmaschine, gerade für die Zielgruppe hier in Efteling, vor allem Familien mit Kindern. Das schaufelt Leute weg, also ich habe selten erlebt, dass man hier wirklich lang steht und dementsprechend ist das natürlich auch eine super Ergänzung und gefällt mir persönlich besser als der Bob, der hier davor stand. Und 2024 erwartet uns hier in Efteling eine neue Fahrattraktion, die eine alte Attraktion ersetzt, auf die ich mich aber wahnsinnig freue, und zwar Dors Macabre, eine Gruselattraktion mit einem weltweit einzigartigen und neues System von Intamin. Es sieht aus wie ein großer Breakdancer, das wird allerdings so eine, ja, wie soll ich sagen, multidimensionale Drehplatte mit viele Plätze drauf, die sich dann in dem Showbuilding, was richtig, richtig geil aussieht, befindet mit verschiedenen Effekten. Ich denke mal auch mit dem altbekannten Spokeslot Soundtrack. Und um den ganzen Bereich des Gebäudes entsteht so ein kleiner, ja, Gruselbereich mit jetzt schon einem eröffneten Shop und auch ziemlich coole und atmosphärische Toilette. Also da bin ich wirklich gespannt drauf und ich glaube, dass Efteling da wieder eine ziemlich originelle und einzigartige Attraktion zaubern wird. Und jetzt gehen wir auf die erste richtige frillige Achterbahn heute, und zwar auf den Dive Coaster Baron 1898. Keine lange Wartezeit aktuell. Susi und ich fahren das Ding kaum, wenn wir als da sind, weil es immer fast 60 Minuten hat. Heute wohl nur 10 bis 15. Deswegen stürzen wir uns jetzt mal in den, was ist das eigentlich, Mineschacht, Bergbauschacht? Ja, in den Schacht auf jeden Fall. Tschüss. Wow.
come all of you mine workers. Oh, woohoo! Und tschüss! Ja, schon auch intensiv, ey. So, Dive Coaches sind echt in Europa mega kurz, aber knackig, gell? Ja, nach dem actionreiche Baron 1898 befinden wir uns jetzt in der Ecke von Efteling, wo normalerweise auch die Action abgeht. Hier befindet sich der fliegende Holländer, Joris en de Draak und Python. Alle drei Attraktionen haben während unseres Besuchs leider gerade wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Das liegt an der Natur der Sache an einem Ganzjahrespark, dass viele Sachen auch gewartet werden müssen. Momentan kommt relativ viel zusammen. Python hätte eigentlich aufhaben sollen, allerdings habe sich da die Wartungsarbeiten unverhältnismäßig vorhergesehen, etwas verlängert. Dementsprechend, es ist Schneebesaison, es sind natürlich ein paar Highlights jetzt, die bei unserem Besuch fehlen. Dafür werden wir aber mit sehr, sehr wenigen Wartezeiten belohnt und das ist auch cool, dass man dann Attraktionen öfter fahren kann, die man sonst auch nicht so oft mitnimmt. Die Wartungsarbeiten könnt ihr immer auf der Homepage einsehen. Also Efteling kündigt das, wenn natürlich jetzt nichts außerplanmäßig mal down geht oder kaputt geht, immer frühzeitig an, von wann bis wann die Wartungsarbeiten sind. Und in der Hauptsaison, also so angefangen ab März, fährt dann im Regelfall, außer es ist jetzt eine größere Renovierung, auch wieder alles hier im Freizeitpark. Susi kneift, aber ich fahre jetzt mit einer Attraktion hier in Efteling, die ich glaube erst ein einziges Mal in meinem Leben gefahren bin. Der Riesenschiffschaukel Half Man oder Halbmond zu Deutsch. Die größte Schiffschaukel der Welt, nicht von Hus, sondern von Intamin. Ich bin's mal gespannt, ich hoffe ich vertrag's, aber ich möchte es mal wieder fahren, weil wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ist auf jeden Fall ein Riesenteil, also... gefühlt doppelt so groß als alles andere, was so in den Freizeitparks rumsteht. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ich vertrag's. Oh! Oh! Okay, reicht dann wieder langsam so. Boah, das fahre ich nie wieder. Gut, dass Susi nicht mitgefahren ist, also dauert so gute 3 Minuten. Habe mich jetzt natürlich auch fast ganz nach hinten gesetzt. Es ist schon cool, es ist wahnsinnig groß, aber es ist auch echt, also ich vertrage Schiffschaukeln ja wirklich nicht so gut und ich glaube 30 Sekunden länger, mir wäre es hochgekommen. Also das ist schon echt, wenn ihr Schiffschaukeln nicht mögt, fahrt es nicht. Und wenn ihr es mögt, fahrt es, weil es ist unglaublich riesig. Aber ich, also nochmal brauche ich das nicht, die Tage und auch die nächsten Besuche nicht. Wir stellen uns jetzt an, wahrscheinlich die längste Wartezeit heute. Aber ich brauche jetzt mal kurz was Entspanntes. Also, ich bin jetzt seit 10 Minuten aus dem Ding draußen, das fahre ich nie wieder. Mir ist echt. Und da bei den Toiletten dahinter, wozu es jetzt gerade war, ist jetzt auch noch so nach so Frikandel und frittiertem gerochen. Also, nee. Ich kann euch nur abraten, fahrt die Schiffschaukel nicht, wenn ihr es nicht vertragt. Warum hat der bei uns nicht mit so einem Fensterabzieher gemacht? Weiß ich nicht.
Wir fahren jetzt mit etwas, was die Susi unbedingt fahren möchte und ich nicht kneif, aber wovor ich sehr Respekt habe, weil es mir einfach wahnsinnig suspekt ist, und zwar der Parode. Eine Art Aussichtsturm, ich glaube Flying Island heißt das Teil, von Intermin, auch aus der 80er Jahre, glaube ich, wurde vor einige Jahre umfassend renoviert und die Pagode schwebt uns gerade davon. Aber schaut mal, das ganze Ding ist an so einem Arm aufgehängt. Dahinter ist ein riesiges Kondergewicht und der ganze Arm hebt sich dann, ich denke, hydraulisch nach oben. Die Kabine dreht sich, man hat eine wunderschöne Aussicht über Efteling. Aber wie gesagt, ich finde es, ja, sehr beeindruckend, sehr beängstigend, aber irgendwie auch schon ziemlich, ziemlich cool. Und deswegen fahren wir es jetzt gleich. Wir haben jetzt die Aussicht über den Freizeitpark Efteling genossen und vielleicht habt ihr es gesehen, dass Efteling doch sehr grün ist, sehr viel Wald besitzt, und das wird auch so bleiben, denn Efteling hat ganz strenge Vorschriften, wie viel von der Parkfläche bebaut werden darf. Es ist nur ein ganz geringer Prozentsatz der Gesamtfläche auch wirklich mit Attraktionen und Restaurants bebaut, um diesen natürlichen Ursprung und diesen natürlichen Charakter von Efteling zu bewahren. Das kann für einen Erstbesucher manchmal auch ein bisschen verwirrend sein, denn stelleweise läuft man hier von Attraktion zu Attraktion einfach mal an einem See vorbei, durchs Grüne, wo man weit und breit fast gar nichts sieht, aber genau das ist der Charakter von Efteling und das ist für mich auch das, was Efteling so auszeichnet, und ich finde es wunderschön einfach. Natürlich darf bei einem Efteling-Besuch eine Sache nicht fehlen. Über die Mittagszeit. Und was? Das Pfannkuchenhaus. Polles Keugen, ein Service-Restaurant, wo es rund um das Thema Pfannkuchen geht. Hier direkt beim Symbolika-Schloss. Eines meiner Lieblingsrestaurants hier in Efteling. Weil, ganz toll thematisiert. Ja, ihr seht es, wir futtern uns hier durch die Tage. Aber ich finde das Essen in Efteling, ich habe es gestern auch schon gesagt, entgegen vieler Meinungen wirklich nicht so schlecht. Wenn man danach sucht, findet man wirklich mehr als Pommes und Frikandel. Und dann auch wirklich manchmal Ausgefallenes. Danke mal. Danke mal. Danke mal.
Nach dem unglaublich gesunden Mittagessen, Pfannkuchen mit gefühlt 500 Gramm Nutella, sind wir jetzt wieder unterwegs im Freizeitpark Efteling und gehe jetzt mal wieder zu einer Attraktion, die ein bisschen schneller ist. Mittlerweile habe ich mich ja von der Schiffschaukel erholt und op, da ist uns gerade eine Taube vor der Nase geflogen. Also ihr merkt es, Efteling, ihr habt es auch gerade gesehen, der Pfau hat eine sehr lebhafte und lebendige Tierwelt zu bieten. Das ist cool, aber wenn die Taube dann hier einen Kamikaze-Flug mache, erschreckt man sich ja manchmal. Aber wir gehen jetzt in die Ecke, wo Vogelrock, Karneval, Festival und Scirocco stehen. Und wir werden jetzt wahrscheinlich mit Vogelrock anfangen, oder? Ja, eine meiner Lieblingsdunkelachterbahnen, weil ich die zwar etwas kurz, aber gehkrafttechnisch absolut cool finde. Und der Soundtrack ist sowieso kult. Vogelrock, richtig cool. Ich liebe ja wirklich, wirklich, wirklich diesen Onboard-Sound. Aber habt ihr jetzt einen Ohrwurm? Bedankt euch später bei mir. Wir sind jetzt in der Ecke von Efteling, die mir persönlich wirklich sehr, sehr, sehr gut gefällt. Eigentlich gefällt mir hier fast alles in diesem Freizeitpark. Aber diese Häuser hier, das ist für mich so der Inbegriff des Styles von Efteling. Denn Anton Pieck war ja damals der, ich sage jetzt mal, Chefdesigner, würde man heute sagen, oder Masterplaner, was das Design von Efteling angeht. Das Ganze hat ja als Wanderpark, Sport- und Wanderpark angefangen. Dann hat man 1952 einen Märchenwald eröffnet und Anton Pieck war ein bekannter niederländischer Postkartenzeichner. Und schaut euch wirklich mal in Google Bilder die Postkarte und Zeichnungen von Anton Pieck an. Und ich finde, Efteling transportiert halt so sehr dieses Gefühl, was da auf diese Zeichnungen zu sehen ist. Und das ist halt eben der Style hier auf dem Anton Pieck-Plein mit ganz vielen alten Kirmesfahrgeschäften, hat ein richtig tolles Flair. Also finde ich echt wunderschön und halte mich hier in der Ecke auch wirklich sehr, sehr gern auf. Uns fehlen hier in Efteling ja noch zwei Highlight-Attraktionen und zwar
zwei Dark Rides und mit dem einen fahren wir jetzt. Das dürfte mitunter die beliebteste und ich glaube auch bekannteste Attraktion in Efteling sein. Und zwar der berühmte Traumflug, zu Deutsch Traumflug. Ein Indoor Dark Ride aus Anfang der 90er, damals ziemlich interessant. Der Hersteller, mit dem er das zusammen versucht hat zu bauen, ist während des Baus irgendwie bankrott gegangen und dann hat es auch mit ein bisschen Verspätung eröffnet. Hatte vor einige Monate oder beziehungsweise jetzt ist glaube ich schon über ein Jahr her ein umfassendes Refurbishment bekommen mit neuer Beleuchtung und allem und ich finde Traumflucht glänzt jetzt noch schöner als die Jahre zuvor. Eine meiner absoluten Lieblingsattraktionen und natürlich auch Highlights hier in Efteling. Wir hatten jetzt einfach unglaubliches Glück und habe die Gunst der Stunde direkt genutzt und sind jetzt dreimal mit Traumflug gefahren. Sonst mussten wir da immer echt lang anstehen. Klar, es ist eine der Hauptattraktionen in Efteling, aber jetzt war Walk-On und dementsprechend konnten wir nicht anders. Ansonsten ist Efteling natürlich auch ein Park mit sehr vielen Besuchern aufs Jahr gerechnet. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Und dann sind natürlich die Wartezeiten während der Hauptsaison auch vergleichbar mit dem Europa-Park. Also an heiße Sommertage bzw. in der Sommerferienzeit hier steht man schon auch mal 40 bis 60 Minuten an einem Haupt-Darkride oder an einer Achterbahn an. Für uns geht es jetzt auf den letzten großen Dark Ride für heute in Efteling und zwar auch gleichzeitig den neuesten Symbolica. Ein Trackless Dark Ride aus dem Jahr 2017 und eigentlich ein Projekt, das Efteling sich schon so lange gewünscht hat. Denn früher war hier dieser zentrale Platz rund um Symbolica der Efteling Brink. Das ist sozusagen ein Central Hub, von dem es in die verschiedenen Richtungen des Parks geht. Und man wollte die Geschichte rund um das Parkmaskottchen Padus hier mit zu Ende bringe. Der ganze Platz hier, auch mit dem Pfannkuchenhaus, der Padus Promenade und so, zielt dann auf dieses Schloss von Symbolica ab und hier drin befindet sich dann ein wundervoller Dark Ride, meiner Meinung nach ein ganz, ganz starker Dark Ride, einer der besten in Europa und ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Palast der Fantasie für unsere Abschlussfahrt heute. Oh,
Ein erlebnisreicher Tag in Efteling ist zu Ende. Wir haben heute wirklich viel geschafft, wenn auch nicht alles. Denn in Efteling soll es ja noch einen sehr großen Märchenwald geben. Den haben wir heute mal völlig ausgelassen. Und daran merkt man auch schon, dass Efteling wirklich kein Park ist, selbst schon wenig los ist, den man, ich sag's mal, wenn man alles entspannt sehen möchte, an einem Tag mal einfach so abfrühstücken kann. Wir wollten noch mit dem Zug fahren, das haben wir nicht gemacht. Ja, ist echt Wahnsinn. Aber für uns geht's jetzt wieder zurück in unsere Unterkunft und schon wieder was essen, gell? Abendessen. Es muss einfach sein. Wir können es nicht ändern. Da gibt's im Busreich was ganz Besonderes und das testen wir jetzt gleich mal aus. Wir sehen uns gleich wieder im Zimmer von Efteling Busreich. Wir verbringen jetzt einen Teil des Abends hier in unserem gemütlichen Zimmer in Efteling Busreich. Und was richtig cool ist, das gilt sowohl für die Ferienhäuser als auch hier für die Familienzimmer. Es gibt in jedem Zimmer bzw. in jedem Ferienhaus einen QR-Code. Den kann man mit seinem Smartphone scannen und dann wird man zu einer Bestellplattform, zu einer Bestellmaske geleitet und kann dort tatsächlich Pizza, Getränke, Pasta und Dessert als Lieferdienst oder als Lieferoption aufs Zimmer bzw. direkt an die Ferienhäuser bestelle. Und das probiere mal jetzt mal aus. Die Pizza wird tatsächlich frisch gebacken und zwar hier im Portshuis hinter dem Shop gibt es so eine offene Schaubäckerei, finde ich richtig cool. Und wenn es jetzt noch schmeckt, wir sind gefühlt nur am Essen seit gestern, ist natürlich auch eine mega Option und eine coole Alternative, dann hier auch mal gemütlich im Familienrahmen oder mit seinem Partner oder Partnerin hier auf dem Zimmer Pizza zu essen. Keine 25 Minuten später ist soweit und die Pizza mit schönem Efteling-Karton ist da. Und ich habe mir natürlich mal wieder das Gesündeste vom Gesündeste ausgesucht. Pizza Hamburger, mal was ganz Exotisches. Hier auf dem Fernseher läuft Efteling TV und Susi und ich werden jetzt mal die Pizza genießen mit einem Busreich-Brau, dem sehr gute Busreich-eigene Bier, was es hier im Shop auch unter zu kaufen gibt. Ich bin jetzt mal richtig gespannt, wie es schmeckt und wünsche jetzt mal einen guten Appetit. Und danach treffen wir auch mal endlich den Sandmann Klaas Fark, von dem ich es ja gestern... Zweimal abends findet hier im Efteling Busreich ein Entertainment-Programm, vor allem für Kinder, statt. Und zwar kann man hier Klaas Fark treffen, das ist der Sandmann und gleichzeitig auch das Maskottchen von Efteling Busreich, der Sandmann. Und mit dem gibt es die Pantoffelparade, der erzählt einem hier jetzt, glaube ich, eine gute Nachtgeschichte. Und dann läuft man durch den dunklen Busreich in Richtung des Landhuses, also dem etwas entfernter gelegenen Hotelkomplex, am Sandschloss vorbei. Und ich hoffe, dass wir heute abends das erste Mal in nächster Nähe des Sandschlosses sehe werde, denn dazu gibt es auch noch eine ziemlich interessante und echt coole Story. Der Text ist Sand. Und sing gewoon 13 keer achter elkaar. Auf deze Melodie. La, 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 Sand, 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 Sand. Also das ist tatsächlich so, dass das so eine Art Nachtwanderung durch Efteling Busreich ist. Mit dem Klaas Fark, mit dem Sandmann. Und wir laufen jetzt hier durch den dunklen Ferienpark mit der Laterne vom Sandmann und seinen Begleiter. Und ein paar Leute, also mega geil, mega geiles Entertainment irgendwie. Hier auf dem See von Efteling Busreich befindet sich ein Sandschloss. Das sieht jetzt im Dunkeln natürlich wahnsinnig toll aus. Und da wohnt der Klaas Fark. Das ist quasi die Story, dass der hier wohnt und mit seiner Eule, die jetzt natürlich auch weg ist, nachts durch die Gegend fliegt und Kindern Sand in die Augen streut, damit die gut schlafen können. Das ist quasi so die ganze Storyline von Efteling Busreich und das finde ich unglaublich cool und jetzt auch mit dem Entertainment hier zusammen. Also die Stories, die man so aus dem Park kennt, mit der Gestaltung der Attraktionen, zieht sich hier halt durch und sowas liebe ich ja, Storytelling, und hier ist grandios umgesetzt. Bij het prachtig paleis, de Vaakheer,
Die stond rechtop. Hij zat rechtop op zijn tapijt. Das war jetzt wirklich richtig cool, vor allem für Kinder, allerdings komplett auf Niederländisch. Also für deutsche Besucher wird es ein bisschen schwer, der Geschichte zu folgen. Aber so generell von der Idee, abends hier nochmal den Kindern eine gute Nachtgeschichte zu präsentieren, in, wie ich finde, eine echt coole Aufmachung, coole Location und einem echt hochwertigen Charakterdesign, da hat man schon echt eine coole Möglichkeit, die Kinder auch abends nochmal zu unterhalten und dann auch wirklich schlafen zu schicken, denn es war so eine Art gute Nachtgeschichte. Wir sind jetzt hier im Landhuis, das ist quasi das andere Ende vom Efteling Busreik und laufe jetzt wieder durch den dunklen Efteling Busreik zurück zu unserer Unterkunft und werde dann schlafen gehen. Und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische, wo wir auch mal tagsüber so ein bisschen das ganze Areal erkunden werden, denn morgen sehen wir uns unter anderem mal noch ein Ferienhaus an. Und hallo. Hallo. Zu wem sprichst du da? Ich spreche zum Sandmann. Nein, zu den Leuten. Ich sollte jetzt schlafen gehen. Ja. Er ist der Sandmann. Schlaf schön. Gute Nacht. Allen. Gute Nacht. Gute Nacht. Wie steht's auf dem Portal vom Portshuis? Slap the Nacht and slap the Dark? Nee, slap the Dark and slap the Nacht umarmt von Natur ins Brokjes Pracht. Also träumt zu Tag und träumt zur Nacht, umarmt von Natur und Märchenpracht. Ich befinde mich jetzt hier, nachdem uns gestern der Sandmann in den Schlaf gesungen hat, auf dem zentralen Dorfplatz vom Efteling Busreik. Und man kann es hier im Hintergrund erkennen. Der Style ist natürlich typisch niederländisch und ich finde es total schön. Man fühlt sich hier wirklich wie in so einem kleinen, süßen niederländischen Ort. Und wir bekommen jetzt gleich mal ein paar Ferienhäuser von Efteling Busreik gezeigt. Es gibt hier ja verschiedene Häuserkategorien. Hier diese Häuser sind jetzt die Dorfhäuser, aber es gibt auch Wasserhäuser, es gibt Waldhäuser für unterschiedliche Gruppengröße. Die Mindestanzahl an Personen, für die so ein Haus ausgelegt ist, sind immer 6 und dann geht es hoch, 8, 12, bis zu 24 Personen können in einer Häuserkategorie übernachten. Und was die so zu bieten haben, wie die von innen aussehen, das zeige ich euch jetzt mal auf einer kleinen Tour durchs Efteling Busreik. Efteling Busreik wurde im Jahr 2009 eröffnet und wurde seither auch immer mal wieder mit neuen Ferienhäusern erweitert. Der Ferienpark bietet insgesamt Platz für 1500 bis 1700 Gäste, je nach Auslastung von den Ferienhäusern.
Was ich ganz interessant finde, die Hotelzimmer, in denen Susi und ich jetzt untergebracht sind, die kann man für eine Nacht buchen. Der Aufenthalt im Freizeitpark ist dann für alle Tage immer inkludiert schon beim Preis. Die Ferienhäuser kann man allerdings nur für mindestens 2 Nächte buchen, auch mit festgelegter Anreisedate. Also Anreisetag Freitag, Anreisetag Montag oder Anreisetag Mittwoch plus mindestens 2 Nächte. Das ist aber, glaube ich, in so Ferienparks nicht ganz untypisch, dass es da eine Mindestanzahl an Nächte gibt. So endet unser Kurzurlaub hier im Freizeitpark Efteling bzw. im Efteling Busreik. Und ich muss sagen, ihr wisst ja, Efteling ist wirklich ein Park, der mir ins Herz gewachsen ist, schon seit vielen Jahren. Für mich zu einem der besten Freizeitparks überhaupt gehört. Und jetzt haben wir auch das erste Mal die Möglichkeit gehabt, eben hier das Efteling Busreik zu erkunden. Und auch da zieht sich einfach diese Story und der Gedanke von Efteling durch. Es ist sehr naturnah. Busreik heißt waldreich. Das ist hier alles in bestehende Wald gebaut. Man kann hier so gut abschalten, auch manchmal ein bisschen vom Freizeitpark Trubel. Und das Storytelling, es passt alles einfach so gut zusammen. Was mittlerweile auch echt auffallend ist, die Mitarbeiterfreundlichkeit in Efteling war sowieso schon immer auf einem sehr hohen Niveau. Aber auch als deutscher Gast hat man hier mittlerweile echtes Gefühl, willkommen zu sein. Klar, viele dicht besiedelte Räume in Deutschland liegen auch recht nah an Efteling. Das Ruhrgebiet, Köln, Düsseldorf sind so 2 Stunden, 2 Stunden 15 Fahrzeit. Aber hier sprechen viele Mitarbeiter Deutsch und eigentlich fast alle Mitarbeiter, ich würde sagen 98% Englisch. Das heißt, die Sprachbarriere ist wirklich kein Problem. Von mir war es das jetzt. Ich hoffe, euch habe die Eindrücke hier aus dem Freizeitpark Efteling und Efteling Busreik gefallen. Und bis dahin, bleibt dran. Ciao.